Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr perfekt das Blue Yeti X für euren Windows-PC einrichten könnt. Egal ob Windows 11 oder Windows 10, es funktioniert beides ohne Probleme. Und dann würde ich sagen, los geht's mit dem eigentlichen Video. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da und aktiviert gerne die Glocke, falls ihr keine weiteren Tutorials und Gaming-Videos mehr verpassen wollt. Würde mich ziemlich freuen, ich bringe hier regelmäßig Videos. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, packt damit auf jeden Fall noch in die Kommentare oder schreibt mir in meinem Discord-Server. Der Discord-Server, dazu wird der Link auf jeden Fall auch in der Beschreibung sein. Und zwar braucht ihr, um euer Blue Yeti X einzurichten, eigentlich nicht viel. Eigentlich braucht ihr nur das Logitech G-Hub. Dann braucht ihr noch eure Systemsteuerung und dann werde ich euch, falls ihr OBS habt, noch die besten Einstellungen dann noch für OBS zeigen. Auf jeden Fall, ja, dann fangen wir direkt mal mit dem eigentlichen Video an. Falls ihr euer Blue Yeti X dann angeschlossen habt, geht ihr einmal hier runter und dann gebt ihr hier einmal System ein und dann geht ihr in die Systemsteuerung. Und dann in der Systemsteuerung gebt ihr oben rechts Sound ein. Und dann kommen wir hier in diese Soundeinstellungen und dann geht hier auf Audiogeräte verwalten. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Settings in der Systemsteuerung für die Audioverwaltung und gehen hier dann auf Aufnahme. Auf Aufnahme wählt ihr dann euer Mikrofon, euer Yeti X aus und drückt Rechtsklick auf euer Yeti X und als Standardgerät aktivieren. Ich habe schon als Standardgerät aktiviert, aber falls ihr zum Beispiel, ich zeige es mal jetzt zum Beispiel anhand vom Beispiel von VoiceMod, dann Rechtsklick Standardgerät aktivieren, aber genau das müsst ihr dann bei Yeti X machen. Dann geht ihr auf jeden Fall noch hier unten, wenn ihr Yeti X ausgewählt habt, noch in Konfigurieren. Dann geht ihr hier auf Mikrofon einrichten. Dann wählt ihr Tischmikrofon aus. Und dann müsst ihr gleich so einen Text vorlesen, damit Windows das Mikrofon perfekt auf euch anpasst. Optimale Mikrofonpositionierung, das sollte halt einfach nicht zu weit weg vom Mikrofon weg sein, aber sonst ist es eigentlich nichts allzu spektakuläres. Peter diktiert seinem Computer einen Text, er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stiften vor. Also wir haben gerade eben diesen Text vorgelesen, das müsst ihr machen, damit Microsoft die idealen Einstellungen für euch findet. Dann seht ihr auch, der Pegel hat sich vielleicht etwas verändert, ist auf 31 gegangen. Ich ziehe ihn mal wieder hoch auf 80. Könntet dann machen, wie ihr wollt. Ich könnte ihn auf 31 lassen, falls es zu leise ist, dann seht ihr ihn wieder hoch auf 80. So, jetzt haben wir das Ganze eingerichtet für Windows, aber trotzdem hört sich das Mikrofon vielleicht noch nicht allzu spektakulär an. Um jetzt euer Mikrofon aber jetzt einzurichten, öffnet ihr einmal Logitech G-Hub. Wo könnt ihr es euch installieren? Ihr geht einfach auf den Link in der Beschreibung oder ihr gebt in eurem Browser eurer Wahl Logitech G-Hub ein. Dann kommt ihr auf diese Seite, Download für Windows 10 und dann tut ihr Logitech G-Hub einfach ausführen. Ich habe es aber schon installiert und ausgeführt und dann öffnet ihr das Ganze. So. Wenn ihr das geöffnet seid, ihr seht schon, ich habe schon eingestellt, aber falls ihr geöffnet seid, falls ihr es geöffnet habt, kommt ihr dann auf diese Seite hier und dann drückt ihr hier auf Yeti X, euer Mikrofon. So, hier habe ich jetzt Blue Voice aktiviert, am Anfang wird es bei euch so aussehen. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich etwas leiser anhören, aber ja, wir aktiviert am besten mal auf jeden Fall Blue Voice. Ich hatte auch in meinen alten Videos immer den Fehler gemacht, was heißt alten Videos, in den letzten Videos, dass ich Blue Voice aus Versehen die ganze Zeit aus hatte, dann war auch die Mikrofonqualität deutlich schlechter, also ihr solltet auf jeden Fall Blue Voice aktivieren. Und dann seht ihr hier ein paar Voreinstellungen, ich werde euch mal die alle zeigen, indem ich durch alles durchgehe. Einmal AM, Bassverstärkung, Broadcaster 2, klassisches Radio, Clown warm, FM, hohe Stimme laut, hohe Stimme leise, tiefe Stimme laut, tiefe Stimme leise, warm und Vintage. Ich lasse das Ganze hier auf klar und warm, denn für mich finde ich, hat das hier das beste Ergebnis erzielt, um für Videos aufzunehmen. Deshalb habe ich jetzt klar und warm eingestellt. Außerdem könnt ihr hier noch so lustige Effekte machen, zum Beispiel in diesem Alien-Geräusch. Ich habe das auf jeden Fall mal aus, aber falls ihr irgendwie eure Freunde trollen wollt, dann könnt ihr das hier ganz machen. Hier ist auf jeden Fall noch eine Nvidia Broadcast.
Funktion, was ihr im Nvidia Broadcast benutzt. Ich benutze es nicht. Das ist so ein Aufnahmeprogramm von Nvidia. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier noch eure Eingabeverstärkung und alles hier ändern. Ich würde das Ganze nicht hier machen, sondern in OBS. Auf jeden Fall sind hier dann diese drei Einstellungen. Einmal Stereo, Kugel, Niere, 8. Und zwar solltet ihr, falls ihr Videos aufnehmt und dann quasi vor eurem Mikrofon sitzt, ganz wichtig, Niere auswählen. Denn falls ihr zum Beispiel Kugel oder so habt, dann werden alle Geräusche von hinter eurem Mikrofon auch mit aufgenommen. 8 hat, dann ist es zum Beispiel für einen Podcast, vorne, hinten. Dann gibt es noch Stereo. Stereo waren, glaube ich, auch 3 Seiten, vorne, rechts, links. Aber ich benutze Niere, dann wird wirklich alles von vorne ausgewählt. Ihr könnt dann auf eurem Blue Yeti X außerdem noch dieses Herz dann hinten auswählen. Das ist genau Niere. Ihr seht jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hinten auf meinem Blue Yeti X die Tasten drücke, dann ändert sich links oben die Richtcharakteristik. Und Niere hat es sich jetzt zum Beispiel woanders hin bewegt. Deshalb, ja, ihr solltet jetzt auf dieses Herz hinten lassen. Das ist dann auf jeden Fall die Niere. Hier könnt ihr noch Sampler alles machen. Ich würde es euch auf Eastern Sense empfehlen. Aber hier ist es nicht allzu spektakulär. Ihr könnt außerdem noch die Beleuchtung einstellen von eurem Mikrofon. Ihr könnt es so lassen, wie ihr wollt. Ich habe Ton aus auf Rot. Live, also wenn das Mikrofon nicht gemutet ist. Auf Grün ist aber eigentlich nichts allzu spektakuläres. Könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Ist eigentlich komplett egal. Kommen wir nun zu OBS. Ihr seht gerade, ich bin mitten in der Aufnahme. Und in OBS gibt es auch einige wichtige Sachen, die ihr zu beachten habt. Zum einen, wenn ihr in den OBS-Einstellungen euer Mikrofon, ihr seht hier, ich habe Mikrofon Yeti X aktiviert. Wenn ihr euer Mikrofon aktiviert habt, dann solltet ihr hier einmal auf das Zahnrad klicken, dann auf Filter. Dann seht ihr hier, ich habe 2 Filter ausgewählt. Einmal Noise Gate und Rauschunterdrückung. Wie fügt ihr Filter hinzu? Ihr drückt einfach hier auf das Plus. Plus Noise Gate plus Rauschunterdrückung. Wählt ihr beides einmal aus. Ich habe schon ausgewählt, von daher drücke ich jetzt nicht drauf. Aber ja, ihr solltet bei Rauschunterdrückung gute Qualität, mehr CPU-Auslastung auswählen. Außer ihr habt einen sehr schlechten PC. Da würde es Sinn machen, wenn ihr geringe CPU-Qualität, geringe Qualität auswählt, aber das macht auch keinen so großen Unterschied von der Leistung. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, gute Leistung, mehr CPU-Auslastung auszuwählen. Da werden die ganzen Hintergrundgeräusche von eurem Mikrofon dann einigermaßen gut rausgefiltert. In Logitech selber gibt es auch so eine Funktion, und zwar die Rauschunterdrückung. Dann, wenn ihr die Rauschunterdrückung von G-Hub zusammen mit der von OBS habt, dann habt ihr einen sehr klaren Ton. Ja, und dann gibt es auf jeden Fall hier noch den Noise Gate. Den Noise Gate habe ich jetzt auf minus 42, minus 33. Und der Noise Gate ist dafür da, um ähnlich wie beim Hintergrundrauschen irgendwelche Sachen rauszufiltern. Oder dass ihr einfach, wenn ihr zum Beispiel mit euren Fingern leicht schnipst, dann wird es nicht mit aufgenommen, weil das quasi unter diesen 42 Dezibel läuft, dass es halt nicht mit aufgenommen wird. Also ich habe es jetzt minus 42, minus 33, wenn es zurücksetzen, dann ist minus 23, minus 26 standardmäßig, aber ich mache es mal wieder zurück, minus 42, minus ungefähr 32, ist auf jeden Fall für mich jetzt ideal. Das heißt, es gibt auch einen Schließwert, das heißt, wenn ihr zu leise redet, dann wird das Reden gar nicht mehr mit aufgenommen, weil der Noise Gate quasi das Ganze herausfiltert, ähnlich wie bei der Rauschunterdrückung. Es ist auf jeden Fall der Sinn vom Noise Gate. Wenn ihr beides zusammen habt, dann gibt es auf jeden Fall einen sehr guten Effekt. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne ein Like, Abo da, dies, das, Ananas. Falls euch es gefallen hat, dann könnt ihr gerne Feedback da lassen, bei Fragen auch ab in die Kommentare oder in meinem Discord-Server. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.